Gut bei meinem Barbecue. Heute machen wir leckere Fried Chicken Tortilla Flips. Wie ich die gemacht habe und was ihr dafür braucht, zeige ich euch jetzt. So, wir schneiden erstmal unser Hähnchen zurecht. Da machen wir jetzt einfach hier so dünne Streifen. So sieht man sie dann, die Streifen, dass man einfach so ein bisschen, ja, wie so eine Art Schnitzeldicke hat. So, und dann bereiten wir jetzt im Prinzip unsere Panade vor. So ähnlich wie bei meinem Chicken Burger, den ich gemacht habe, den kann ich euch ja auch mal verlinken, brauchen wir jetzt wieder zwei Panaden. Jetzt gehen wir erstmal hin, nehmen ein bisschen Mehl, in meinem Fall nehme ich jetzt Dinkelmehl. Das reicht auch schon, sind vielleicht so 50 Gramm in eine Schüssel. Und dann geben wir ein bisschen Gewürz dazu. Ich nehme hier wieder Pulled Piggy wegen dem geräucherten Paprikapulver. So, das nehmen wir erstmal. So, dann nehmen wir gleich eine zweite Schüssel. Da geben wir jetzt auch wieder Mehl rein. Das wird ein bisschen mehr. Auch wieder Pulled Piggy. Rühren das entsprechend noch ein bisschen um. So, und dann geben wir ein bisschen Buttermilch dazu. Und rühren erstmal rum, dass wir eine schöne flüssige Marinade bekommen. So, dadurch, dass wir auch ein bisschen scharfes Hähnchen haben wollen, mache ich jetzt so ein bisschen von der Sriracha-Soße rein. Da könnt ihr natürlich jedes x-beliebige reinmachen. Ich will einfach nur ein klein bisschen Schärfe mit dran haben. Wir rühren das schön um, dass es eine schöne Konsistenz gibt. So, und schon sind wir fertig. Das war jetzt im Prinzip auch fast die ganze Dose. Von der Buttermilch. Und so lassen wir es schön. Und jetzt beginnen wir im Prinzip den Paniervorgang. So, wir gehen erstmal hin und schmeißen das komplette Hähnchen in das die Trockenpanade, nenne ich das mal. Dass da überall schön Mehl dran kommt. Und dann holen wir das alles wieder raus. Und jetzt beginnt eigentlich der richtige Paniervorgang. Wir gehen hin, schmeißen das Hähnchen rein, einmal komplett rein in die Panade. Und dann geht es geradewegs wieder in die Trockenpanade. Ein bisschen hin und her. Und so können wir es dann schon rausnehmen. Dann kommt das nächste. So, dass es immer schön mit der Panade bedeckt ist. So, und so machen wir das jetzt mit allen erstmal fertig. Und dann sehen wir uns zum Frittieren gleich wieder. So, fertig paniert. Ihr könnt das natürlich auch doppelt oder dreifach panieren, je nachdem wie dicker die Panade haben wollt. Ich lasse es jetzt in meinem Fall so. Ich zoome mal noch ein bisschen ran.
Und einfach das ein bisschen genauer sieht. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Und jetzt stellen wir einen Topf auf. Öl steht schon parat. Ich nehme zum Frittieren Rapsöl. Das lassen wir erstmal warm werden. Und dann panieren wir das Ganze. So, Öl haben wir gemacht in den Topf. Wir haben einen relativ hohen Topf genommen. Da brauchen wir nicht so viel Öl. Wenn wir jetzt hier unser Stäbchen reinhalten, ich hoffe, man erkennt es. Ich versuche es mal ein bisschen näher ranzuholen. Da unten sieht man es, dass an dem Holzstäbchen entsprechend Blasen kommen. Ja, wenn das der Fall ist, dann ist unser Fett oder unser Öl heiß genug. Und dann können wir auch entsprechend anfangen mit unserem Frittiervorgang. Das machen wir jetzt. Dann geben wir gleich die ersten Hähnchen mit rein. Und man sieht gleich, es fängt schön an zu blubbern. Machen wir jetzt erstmal zwei Stück. Und das lassen wir jetzt einfach ein paar Minuten frittieren. So, gucken wir mal nach. Wird schon ein bisschen knusprig. Lassen wir aber noch das drin. So, so holen wir sie jetzt raus und frittieren alle anderen auch noch entsprechend weiter. So, Hähnchen ist fertig frittiert, sieht hervorragend aus und jetzt gehen wir direkt an die Fraps und belegen die Fraps. Belegen wir nun die Fraps. Ich habe den jetzt schon mal hier angeschnitten, dass wir im Prinzip den so umklappen können. Was machen wir zuerst drauf? Ich fange an mit einer Knoblauchsoße. Wie ich die mache, verlinke ich euch auch gerne mal oben. Schön überall verteilen. So, dann möchte ich zwei unterschiedliche Arten Käse nutzen. Ich nehme einmal hier so eine Scheibe Cheddar. Die legen wir entsprechend hier oben hin. So, und dann haben wir noch ein bisschen geriebenen Käse. Wichtig finde ich, dass es auf den beiden Seiten ist. Warum, zeige ich euch gleich. Jetzt nehme ich hier erstmal ein Hähnchen. Wir legen ein Hähnchenteil hier noch mit dazu. Und dann habe ich unten noch eine Gemüsekomponente. In meinem Fall habe ich einfach ein bisschen Zwiebel und Paprika angespitzt. Und die legen wir jetzt quasi hier mit drauf. So, und dann klappen wir das einfach um. Runterschieben und hep, bisschen flach drücken. So. So, und jetzt ist hier auf der Seite, ich schiebe es mal ein bisschen rüber, deswegen habe ich den Käse auf die Seite gelegt. Hier unter der untersten Lage ist der Käse. Die letzte Schicht klappen wir jetzt hier um. So, und drücken es ein bisschen platt. Das heißt, wir haben auf der obersten Seite den Käse. Und logischerweise auch auf der untersten Seite den Käse. Das heißt, das kommt jetzt nochmal schön auf den Grill. Und der Käse kann von beiden Seiten schön schmelzen. So, Grill habe ich schon vorgeheizt. Den Rest schieben wir gerade hier noch ein bisschen mit dazu. Und dann geht das Ganze für ein paar Minuten auf den Grill. So, Grill ist vorgeheizt, halbe Kraft. Jetzt legen wir zwei Raps drauf. Jetzt legen wir noch einen Dutch Oven, den Deckel, einfach nur zum Besperren drauf und lassen es ein paar Minuten auf dem Grill. Das Bild ist ein bisschen dunkel, sorry dafür, aber das Ergebnis zeige ich euch dann gleich. So, das sind unsere fertigen Wraps. Die waren wie gesagt jetzt nur von jeder zweiten Seite zwei Minuten drauf. Damit haben wir schön die Röststreifen bekommen. Ihr könnt es auch noch, wenn ihr das knuspriger haben wollt, ein bisschen länger haben. Man sieht es hier drin auch schon, der Käse ist schön zerschmolzen.
Und das probiere ich jetzt direkt. Ja, super lecker. Mit dem Hähnchen da drin. Man sieht es hier an dem zweiten noch ganz gut. Ja, ist wirklich ein bisschen knackig. Ein bisschen Salat könnte man noch mit reinmachen vielleicht. Aber ansonsten durch die Knoblauchsoße, das Hähnchen mit der knusprigen Panade, Zwiebeln, Paprika, richtig, richtig lecker. Macht es gerne mal nach. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne auch einen Daumen da, abonniert mich, folgt mir gerne auch bei Instagram. Und dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten Video. Euer Mein Barbecue.